der falsch liegt, muss einfach diese Arena verlassen. Oh! Oh! Das ist mir vorhin irgendwie aufgefallen. Ich wollte fragen, könnte ich irgendwie deine Nummer haben? Fabito, wen hast du da eben Schönes getroffen? Ich habe eben den richtigen Pogba getroffen. Den richtigen diesmal Pogba, den echten. Ja, das ist geil, das Bild. Und guck mal jetzt hier. Eigentlich, der meinte ja und dann kamen die Bodyguards, haben mich erstmal weggeschubst. Hallo, Paul Pogba. die haben nicht gehört, dass ich durfte und dann kommst du, ey, was machst du da und so. Da meinst du, der echte Pogba hat den Vlog von uns letztens gesehen und dann meinte, wow, der ist sympathisch. Ja, der meinte, er ist der me Paul, ist der real Paul. Der meinte, ich bin der echte. Hast dann auch gesagt, bonjour? Bonjour. Bonjour. Sie sagen mir alle heute, ihr werdet hier letzter. Warum lässt ihr das gefallen? Da liegt er schon direkt auf. Was hast du gesagt? Wir haben alle vorne gesagt, ihr werdet letzter. Lass dir das nicht gefallen. Lass denen da was sagen. Ja. Ihr wisst doch Bescheid. Ja. Erstmal hole ich mir den Sieg. Wechselst du dich selber ein? Erstmal hole ich mir hier den Sieg und danach steigen wir auf. Aber was ist wichtiger? Was ist wichtiger? Sprich langsam und leise. Moin. Ihr habt ihr schon gesehen? Ja. Wir haben Kevin, Prince Boateng, Dia, unsympathisch, Knossi, du, ich und noch zwei, drei andere. Ich hoffe, wir machen auf Team. Bin gespannt. Calcio und die Ladies! Wir sitzen jetzt die ganze Zeit hier und können denen beim Spielen zugucken, Alter. Wir gehen gleich auch da hoch, mit dem Aufzug. So, erstes Spiel startet jetzt. Las Ligas Ladies gegen Calcio Berlin. Was tippst du? Ich würde sagen, wir beide sagen, wer gewinnt. Okay. Und der Verlierer muss hier eine Bestrafung heute in dem Block machen. Okay. Ich sag, Las Ligas Ladies gewinnt. Ja, ich wollte eh Calcio sagen. Perfekt. Okay. Verlierer kriegt fette Bestrafung, die sich der Kameramann ausdenken darf. Hey, damit müssen wir nicht überlegen. So, das Spiel geht in 10 Minuten los. Da haben wir ja noch Zeit. Dann gehen wir erst noch was essen. Komm. So, das Spiel geht in 5 Minuten los, wir haben ja noch reichlich Zeit, ne? Ich meine, am Ende interessiert das hier eh keinen, weil wir da nicht spielen, ne? Deswegen essen wir erstmal. Eine Minute, 37 Sekunden später. So, das Spiel geht gerade los. Wir sind pünktlich fertig hier mit dem Essen geworden. Jetzt müssen wir schnell dahin. Gleich Regen. Das heißt doch gar nicht! Calcio Berlin! Schon immer Calcio Berlin-Fan gewesen, ja Mann! Bombastic Side-Eye. Eigentor! Mein Zug! Was für ein Ding! Anders schlecht, Alter. Wir haben die sogar geklatscht. Ist doch klar, dass die auf Schnauze gehen. Auf wen hab ich da getippt? Komm, lass die ganze Rede noch ein bisschen Support. Another. Einmal nackt übers Feld rennen. Deklassierung, die machen so mit denen, so machen die. Kann ich den Tipp nochmal ändern? Der sich dachte, das wäre eine lustige Idee, einen Laserpointer mit hier reinzunehmen. Wenn nicht sofort aufgehört wird, diesen Laserpointer zu benutzen. Das ist ja so unsportlich. Da verlieren die hier und dann spielen die mit solchen Mitteln, nur damit der nicht die Bestrafung abbekommt. Was sie nicht wissen, ich habe den Laserpointer reingeschmuggelt. Ja! Wir sind wieder da! One-on-one, Moritz Reitner macht jetzt 28 Tore und gewinnt das Ding. Kevin Wagon, Alter. Kevin Wagon immer am Swaggen. Kevin Wagon hat mich schlafen gelegt. Sexy 7-1 Deutschland-Brasilien oder Calcio Berlin Las Ligas Ladies. Hey, ich muss gehen, ne? Ciao, ciao. Mach das 7-2. Wer
Das ist nicht mehr normal hier. Erstes Spiel geht fast zweistellig aus, Alter. Wie sind die hier 2-0 vorgekommen, Alter? Wir gehen jetzt hier ins Penalty-Shootout. Für uns tritt Leo wieder an, Santos. Das Ding ist, es wird jetzt wichtig für uns, denn wir spielen jetzt schon für einen Vorteil in der Season 2. Ein kleines Statement. Was meinst du, machst du heute? Ich will mein Bestes geben. Kein den Druck, ersten, aber du musst. Den ersten muss rein eigentlich. Aber habe ich letztes Mal gesagt, jetzt sage ich gar nichts. Okay, er lässt Taten sprechen. Wir gucken gespannt zu. Kein Druck. Du machst das schon. Du hast einmal so überragend geworden. Mach einfach nochmal. Schon groß der Platz, Alter. Das Ding ist, ich stehe hier gleich auch noch auf dem Feld, aber im Fußball-Outfit. Da muss, glaube ich, schon viel laufen, ne? Ey, das wissen die Zuschauer gar nicht. Das wissen die Zuschauer noch gar nicht. Es gibt später ein Spiel, Teammanager versus Teammanager. Ich weiß noch nicht genau, mit wem ich in einem Team bin, aber ich werde wahrscheinlich dann hier auf dem Feld stehen und umfallen. Ja! Um was geht's hier eigentlich überhaupt? Um den ersten Pick. Käfigtiger macht auf jeden Fall da weiter, wo sie aufgehört haben. Haben nämlich direkt verkackt. Jetzt der fünfte, wird jetzt verschießen. Ja! Die Hälfte ist schon raus. Er hat einfach so gemacht. Simon. Schau mal live, wie der daneben schießt. Simon. Nope. Ja, das sag ich doch. Hab ich euch gesagt. Schade. Aber war gute Vorstellung, war gute. Aber das Ding ist, wir sind jetzt genauso schlecht wie alle anderen, weil nur der Erste gewinnt hier. Nice. Okay, das zweite Halbfinale steht an, ne? Eintracht Spandau gegen? Ja, gegen Streets United von Alicia Lehmann und Podolski. Und wir sind hier mit zwei Kollegas in der VIP-Loge. Mit den zwei Rotgesperrten von unserem Team. Und die beiden müssen jetzt tippen. Welche Mannschaft schießt das erste Tor? Der falsch liegt, muss einfach diese Arena verlassen für den Rest des Tages. Der fliegt komplett raus. Du fängst an. Was? Okay. Boris darf jetzt sich aussuchen. Du nimmst dann automatisch das andere Team, ne? So, ey, hab ich nicht gesagt. Ey, man hört doch nichts hier. Okay, Boris. Welche Mannschaft? Ich bin natürlich für unseren Trainer, den Hans. Ich tippe. Hans, mach keine Faxen. 4-3 für Hans. Wow. Hey, Jungs, ihr müsst nur tippen, wer als erstes trifft. Achso, war so laut, ich habe nichts gecheckt hier. Ja, ich sag einfach Spandau oder Streets United. Spandau. Ja, Streets. Okay. Also, wenn Streets zuerst trifft, muss Boris die Arena verlassen und umgekehrt. Jo, danke für die Hinweise nochmal, ne? Du fängst an. Okay, nochmal zum Verständnis, ne? Es geht nur darum, wer das erste Tor macht. Ja, klar. Wenn jetzt Spandau nach einer Minute trifft, dann war's das für dich, du kannst von draußen noch den Stream gucken. Warte mal, aber wenn die anderen treffen, bin ich dann raus? Dann musst du raus. Muss ich da mitmachen? Dann wird dieses VIP-Bändchen, wird dir abgerissen und du musst raus. Zum Glück kam ich zu spät. Ja, Pablito kam zu spät, den wird's gleich aber auch noch erwischen, weil hier ist nix for free. So ein Ding brauchen wir für 30er, Alter. Ey, ich sag dir, wer es ist. Streets United, Sascha Bigalke, ich baue auf dich. Du haust das Ding rein. Eintracht Spandau kämpfen und siegen! Ich hoffe so, dass Eintracht Spandau das erste Tor schießt, damit dieser Vogel hier neben mir weg ist. Für alle, die vielleicht sagen, das ist ein bisschen assi, ey, wir holen die Jungs hier schon ins VIP. Bisschen ein Catch muss auch schon bei der Sache sein, ne? Ich war schon dreimal am Buffet, also passt. Spandau! Ja, schieß doch! Haha! Du hast immer eins von da, Träumer. Ja. Oh! 2 Minuten! Schick ihn noch runter! Wie viel Bier hat Louis schon getrunken? Ja, auf jeden Fall nicht so viel, wie er gezeigt hat. Ja! 2 Minuten! Alter, 2 Minuten gegen Spandau, das sieht gar nicht gut aus, Boris. Oh, in Unterzahl jetzt! Oh! Oh! Yeah! Das kann doch nicht wahr sein, was sind denn hier für Leute heute? Mal für dich! 2 Minuten! Auf Wiedersehen aus der Halle! Auf Wiedersehen! 3, 2, 1. Wenigstens konnten die Jungs jetzt 12 Minuten vom Spiel gucken, aber jetzt wird ein Tor fallen. So wichtig! So wichtig! Ich weiß nicht, was mit dem los ist, wirklich. Ja, gut. Dann auf 6. Ja! Ja! Auf Wiedersehen! Egal, hast du noch die zweite Halbzeit sehen dürfen, ne? Mach's gut. Viel Spaß noch.
Okay, für die zweite Halbzeit haben wir eine neue Wette. Jeder der Jungs muss jetzt tippen, was für ein Gamechanger in den letzten drei Minuten kommt. Und der, der es richtig errät, ist verschont. Die anderen beiden kriegen eine fette Bestrafung. In einer Minute entscheidet sich der Gamechanger. Jungs, macht ganz schnell Schnick, Schnack, Schnuck und jeder darf dann aussuchen. Okay, Paulito, was sagst du? One on one kommt so oft, deswegen nehme ich Fair Play. Wie ist der andere nochmal? Nicht one on one? Fast forward, ja. Warum helft ihr dem, Alter? Ist ja unfair. Ja, gibt ja nur einen. Ja, welches andere nochmal? One on one. Okay, gleich wird da ausgelost. Wer den richtigen Game Changer errät, bleibt verschont. Die anderen werden. Oh. Fair Play! Ja! Ihr beide kriegt eine Bestrafung, Jungs. Liebe. Oh, Junge, hast du gesehen, wie komme ich da? 2-0 für Streets United. Ich hoffe, Boris hat draußen genauso viel Spaß wie wir hier drin. Grüße. Da fährt die Bahn gerade weg. Die nächste kommt ja erst in 25 Minuten. Alles gut. GG, Streets United ist im Finale. Und wir haben jetzt eine schöne Bestrafung für Luis und Mario. Ey, Mario! Komm mal ran an Meter. Ihr kriegt die ganz einfache Aufgabe. Ihr seid ja beide Single, ready to bringle. Ihr müsst hier eine Frau im VIP nach ihrer Nummer fragen. Boah, gleich haben wir den Salat. Boah, der ist direkt ready, Alter. Aber natürlich mit Mikrofon, damit wir auch wirklich wissen, dass ihr das gemacht habt. Luis schwimmt gerade. Der Luis kennt sich ja mit Körben aus, ne? Hi, schön. Können wir einmal ein Foto machen? Ja, okay. Okay, alles gut. Steht da nicht alleine und das ist halt unnormal. Oder einfach, ey, hingekommen, was denn da sagst du? Einfach, ist einfach, ja. Mario traut sich gerade noch nicht, dann machst du jetzt erstmal, ne? Ja, ich guck auf die Kellnerin, vielleicht habe ich ja Glück. Kannst du mir kurz deine Kollegin gleich bringen? Hab eben was bei ihr bestellt, deswegen. Ja. Hi, sorry. Mir ist mir vorhin irgendwie aufgefallen, ich wollte fragen, könnte ich irgendwie deine Nummer haben? Ja. Echt? Korrekt. Warte, ich schreibe eben auf. 0175. Perfekt, vielen Dank, schmiert mich. Und, war ja erfolgreich? Geklappt! Junge, bitte film mal seine Finger, wie ist der am Zittern, Alter? Mach mal so. Wir klären dir einfach die Frauen, Mann. Hi, darf ich dich kurz was fragen? Du bist mir gerade eben aufgefallen. Meinst du, ich könnte deine Nummer haben? Ich hab eine. Okay, alles gut. Trotzdem danke, ja? Aber danke schön. Alles gut. Gerne. Ja, ein Mann. Was? Ich glaub, dein Mann hat die gesagt. Sag, hast du bekommen? Nein. Warte. Wenn ich akustisch richtig verstanden habe, meinte die, sorry, ich habe einen Mann. Aber die hat noch keinen Brate. Das ist was anderes. Aber ich habe durchgezogen, auch wenn es das peinlichste ever war. Aber so ist gut, ich habe Korb bekommen und ich muss mich nicht rechtfertigen. Von daher, gutes Video. Ey, wer hat diese Kombo nicht auch vermisst? Holzi und Primax. Das letzte Mal beim Eligella Cup, glaube ich, zusammengespielt. Und jetzt hier heute wieder im Manager-Game gegeneinander, miteinander unterwegs gegen irgendwelche anderen Manager. Digga, wir wissen gar nicht, wer Kapitän ist, wer Trainer ist. Ich weiß nicht, wo ich spiele. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt spiele. Trainer mach ich, das ist gar kein Problem. Nein. Du bist Kapitän. Ich hätte auch gesagt, du bist Kapitän. Ohne Druck, keine Verletzungen, bitte. Das ist wichtig. Wer spielt denn wo? Wer fühlt sich wo? Links vorne. Ja, Vorwand, links vorne. Stellt euch auf, ich bleib erstmal draußen. Links hinten. Zwei links hinten. Ich geh auch noch hinten. Auch noch hinten. Ich geh auch erstmal raus. Du gehst erstmal raus. Ja, dann muss ich wahrscheinlich die Mitte machen, ne? Ja, das ist das Einzige, was übrig bleibt. Also, Polzi ist ja wirklich im Team mit Trimax, Kevin Prince Boateng, Dia und spielt gegen Max Kruse, Felix Lobrecht und Co. Junge, ich hab mies gespuckt, egal. Das wird interessant. Und Knossi, was macht Knossi? Lässt uns hier wieder im Stich, Alter. Hello there. Polzi drauf! Ja! Ja, Polzi! Oh! Oh, Polzi mit der Riesenchance. Hey Bruder, lass dich schon mal. Junge Holzi hat schon so fette Stollen, aber bleibt nicht auf den Füßen. Spiel Holzi, spiel Mann! Dann mach Show! 1 gegen 1 hier! 1-0 für unser Team! Was heißt das, Paulin? Nein, wer hat's gut? Pack seinen Arsch an. Das ist anstrengender, als man denkt. Bruder, ich bin der einzige Doof, der wieder mit Stollen spielt, ne? Bin chilling. Also, wenn er daneben schießt, dann musst du rein, ne? Ich weiß nicht, ob das Team das so gut findet.
Start. Du hast doch eine volle Bestrafung verdient, ne? Ja, ich dachte, ihr habt es vergessen. Nee, leider nicht. Es gab da mal so eine Aufgabe für das Ding, wo der so einen Handschlag machen sollte und dann dabben sollte. Ich fand, der war nicht so gut gemacht. Ich glaube, das kann man besser machen. Gib nur noch mal zu Sascha unsympathisch und mach das selber, aber besser bitte. Ich glaube, der ist gar nicht mehr hier. Ich glaube, ich habe ihn gerade noch gesehen. Ja, gut gecoacht, ne? Okay. So macht man das. Unsympathisch ist aber gar nicht so unsympathisch, wie alle sagen. Ich glaube, ich bin der Unsympathische. So, wir sind jetzt hier im epischen Finale Streets United gegen Calcio Berlin. Wer hätte das gedacht? Und danach gibt es eine richtig geile, fette Aftershow-Party, auf die wir hyped sind. Aber wir tippen jetzt beide das Spiel und der Verlierer, also der nicht so nah dran ist wie der andere, der darf nicht auf die Party. Nein! Mann, gib du zuerst deinen Tipp. Ich gebe zuerst 5-2 Calcio Berlin. 4-2 Calcio Berlin. Oh! Ey, Tipico hat Angst vor mir, ich sag's nur so. Der hat einen Schuss, das geisteskrank, Alter. Der schießt wie ich mit dem linken. 5-2, ja, ich meine, 5, 2 Minuten Zeitstrafen, ne? Die kommen jetzt gleich noch rein. Aha! Tambo! 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 Wir haben ja jetzt gerade von der Baller League schon die Aftershow-Bändchen bekommen. Das sind, glaube ich, 10 Stück oder so. Aber einer von uns beiden, der wird nicht auf dieser Schwimmparty sein. Ja, und das ist der junge Herr, der euch das gerade erklärt hat. Tambinho. Schau dir ein letztes Mal die Bändchen an. Sagen wir mal so, was ist denn, wenn Streets United gewinnt? Dürfen wir dann beide nicht gehen? Ja. Da habt ihr das gehört. Ganz schlecht aus für uns beide mit der Aftershow. Ja gut, habe ich gesagt, ich will unbedingt Party machen? Wir haben ja komplett abgelost. Sowohl in der Baller League als auch jetzt hier beim Tippen am Ende. So, wir starten rein ins One-on-One. Die finale Galaxy Prime Minutes. Es steht 4-1. Ich weiß nicht, ob das der Wagon noch retten kann, aber das sehen wir jetzt. Das war's, keine Aftershow-Party für uns. Damit geht die Baller League zu Ende. Wir sehen uns auf jeden Fall in Season 2, wenn wir hier unten stehen und um den Titel spielen. Ja!